Okay, ich habe noch ein paar Sachen vorbereitet. Ich habe nichts gekraftet, was wir noch nicht kennen. Und jetzt will ich den hier craften. Jetzt mache ich erstmal hier die Induction von Synapses aus Advanced Machine Blocks und Kupfer drumherum und dann noch Electric Furnaces rein. So. Und dann habe ich einfach noch einen Advanced Machine Block für die Mitte. Dann brauche ich noch. Dann habe ich alles. Jetzt muss ich nur noch die Dinger aus der Truhe holen, die ich vorhin gemacht habe. Also, was heißt vorhin? In irgendeiner Aufnahme. Advanced Machine Block, Induction Furnace, das Ding. Und ich habe ein Industrial Blast Furnace. Das ist ziemlich cool. Das Ding hier steht aber definitiv im Weg. Nur mal so angemerkt. Ja, ich bin natürlich voll. Allerdings brauche ich eh noch das hier. Also, ich brauche haufenweise Electronic Circuits erstmal. Bevor ich da auch nur ansatzweise weiterkomme. Und deshalb muss ich jetzt erstmal Eisen farmen gehen. So sieht's aus. So sieht's aus. Ich kann hier noch mal ein bisschen Kies reinschmeißen, aber das ändert an der grundsätzlichen Sache auch nichts. Umgekehrt natürlich. So. Das hier noch weg, das weg. Ist in die Ausgangstruhe. Übrigens ist mir aufgefallen, dass irgend so jemand. Ich glaube, es war in der Kiste, die ich im Dungeon gefunden habe, eine Stahlschaufel. Ich schätze, die ist besser als Bronze und auch als. Na. Und auch besser als hier Eisen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, wie sie sich verhält, aber Moment. Eisen. Ich mag gerade von Eisen reden. Da sollte ich mir auch noch eine Eisenspitzhacke mitnehmen. Denn die ist ziemlich abgenutzt und wird nicht mehr ewig halten und ich habe mein Jetpack nicht mitgenommen. Was bin ich eigentlich für einer? Da wundert einen ja gar nichts mehr. Naja, sollte es für einen bei mir eh nicht, aber trotzdem. Sehe ich da denn jetzt irgendwas dranhängen? Bisher nicht. Ja, notfalls kann ich auch immer ihr Holz einfach reinschmeißen. Gar kein Thema.
So. Ach, die Ecke schon wieder. Was heißt schon wieder? Hier war ich schon eine ganze Weile nicht mehr. Von daher kann man kaum schon wieder sagen. Aber ich war da schon einmal. Das kann man sagen. Ich schaue erstmal hier oben nach. Denn sonst fällt mir eh nur ein Creeper auf den Kopf, wenn ich da unten rumlaufe. Ich nehme das Kopperohr mal mit. Und das Kopperohr. Das eine andere Farbe hat, glaube ich. Letztendlich aber eh das gleiche ist. Also vom Output her. Viel interessanter wäre es ja, wenn es Kupfererz mit verschiedenen Verunreinigungen gäbe. Vielleicht weiß man vorher da nicht mal, was für es für eine ist und erhält dann irgendwas dazu. Zusätzlich zu einem normalen Kupfer. Und je nachdem muss man vielleicht auch unterschiedlich viel Energie investieren. Könnte man schon machen, alles. Wäre eine Überlegung wert. Aber ich kann das eh nicht, glaube ich. Ich würde das wahrscheinlich eh nicht hinkriegen. Auch nur irgendwas in der Art. Deshalb großes Lob an so Leute, die Mods gemacht haben, die ich benutze. Das ist schon. Und wiederum die, die sie für Bucket portiert haben und alles. Ja, das ist schon. Nicht schlecht. Okay, ich brauche neue Fackeln. Gib mal her. 60 Stück, das ist erstmal ein Wort. Erstmal. Immer mehr Bauxit hier. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Aluminium dann. Okay. Man kann schon viel damit machen. Manches muss man damit machen, andere. Bei anderen ist es alternativ zu Eisen, was natürlich auch sehr cool ist, weil. Und bringt teilweise sogar mehr als Eisen an. Auf jeden Fall ist es cool, eine Alternative zu Eisen zu haben, weil ich Eisen ja immer. Eisen ist immer Mangelware. Apropos. Das sollte ich nicht stehen lassen. Ja.
natürlich gleich durchgebrochen zur nächsten Nachbarhöhle. Jetzt bin ich wieder hier. Hier war ich ja schon mehrfach. Ich muss jetzt extrem aufpassen. Hier gibt es so viele Orte, von denen was kommen kann. Nicht nur Orte, auch Richtungen und alles. Das ist ganz schlimm. Okay, ich würde behaupten, hier bin ich halbwegs sicher. Halbwegs eben. Soweit wie möglich. Ich könnte auch das Ding ab und an mal einsetzen, aber es wird ja so schnell leer, das lohnt sich nicht. Was sagt er denn hier? 60. Wenn ich genau drauf stehe. Oh. Ja, ihr seht schon. Das heißt nicht immer. Das zeigt nicht immer gerade an. Hier, da sind Diamanten und so. Es zeigt wirklich an. Es nimmt zwar schon Rücksicht darauf, was es ist. Es verwertet verschiedene Erze verschieden, aber letztendlich gibt es nicht sofort einen riesigen Ausschlag, wenn da mal Diamanten sein sollten. Aber natürlich freue ich mich trotzdem über diese Diamanten. Das ist gerade. Ach, egal. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr an der Oberfläche seid und da dann scannt für den Miner, da wird, ist das noch, wenn ihr zum Beispiel nach was Bestimmten sucht und dann denkt, hey, das schlägt da so stark aus, da muss es doch sein. Jetzt zum Beispiel Diamanten, gerade Diamanten, da glauben ja viele, das würde dann besonders stark ausschlagen für Diamanten, aber das ist nicht der unbedingt der Fall. Kommt eben stark auch auf die Umgebung an. Gerade bei dem UV-Scanner, beim OD-Scanner, der ist, den man dann aufrüsten kann zu einem UV-Scanner oder auch direkt einen UV-Scanner bauen kann. Wie auch immer, bei dem ist es schon genauer, was das angeht. Also gerade wenn man direkt draufsteht oder so, glaube ich. Jetzt, wenn ich jetzt direkt auf Diamanten draufstehen würde mit dem anderen Scanner, dann müsste das schon ordentlich was anzeigen. Denn der scannt einen kleineren Bereich. Was natürlich zur Ausrüstung des Miners wiederum sehr schlecht ist. Extrem schlecht. Aber sonst könnte das teilweise hilfreich sein. Muss man natürlich je nach Situation abwägen. Und nach einem Gebiet für einen Miner zu suchen, sollte man natürlich eh mit dem Scanner, mit dem er dann auch betrieben wird. Meine ich, weil sonst scannst du einen größeren Bereich, in dem vielleicht insgesamt viel Erz ist, sondern ist in einem kleineren Bereich gar kein Erz oder umgekehrt. Du scannst nur einen kleineren Bereich und dann ist in dem größeren Bereich nichts mehr. Das bringt ja nichts. Das bringt ja überhaupt nichts. Von daher reicht es mir, einen UV-Scanner zu haben, um mit dem dann auf alles zu scannen, was nötig ist.
So, ich habe 5 Diamanten gefunden bei diesem Brand. Vielleicht sollte ich mich wieder nach oben begeben. Ich weiß, wie ich überhaupt nach oben komme, aber letztendlich hier in der Schlucht mit dem Jetpack komme ich schon mal relativ weit nach oben. Also, der Rest, ja, der wird sich zeigen. Ich habe wieder für einen Moment genug Eisen, glaube ich. So, für ein paar Minuten. Ausreichend, gerade so. What the fuck? Was ist denn da los gewesen gerade? Ui, wenn ich mich jetzt hier nach oben grabe, dann muss ich aber lange graben. Muss ich lange graben. Obwohl es geht eigentlich. Außerdem finde ich ja zwischendurch auch noch mal Erze und so. Was natürlich ein kleiner Bonus ist. Sieht doch immer besser aus. Die Frage ist, wo ich jetzt komme ich jetzt überhaupt raus? Ist ja mal interessant. Komme ich wieder in meiner Wohnung raus, am anderen Ende der Welt oder was ist los? Ich weiß es nicht. Steine geht aus dem Weg. Okay, es sieht irgendwie so aus, als könnte ich vielleicht langsam Gras. Na, das ist doch gut. Ja. Ich habe ja extra eine Truhe mitgenommen. Da kann ich dann überschüssiges Zeug reinlegen. So. Finde ich nicht schlau. Ich bin doch richtig genial, oder? Ja, richtig. Oh, hier ist. Oh. So, Moment, ich mach das anders. Ich mach das mit. Ich bin ja jetzt ist natürlich wieder das Problem, dass ich der Überladung. Aber so lässt sich das einfach klären.
So. Okay, passt doch genau. Hat genau gepasst. So, mal sehen, wie viel Leben wir hier noch haben. Oh, das geht ja schon noch weiter, als ich dachte. Okay. Lassen Sie mal gucken, dann kann ich das hier vielleicht mal wegmachen. Okay, sieht ganz danach aus, als hätte ich alles, weil ja. Vielleicht auch nicht ganz, aber. Mal ehrlich, das sollte reichen für den Moment. Ich probiere mal was aus. Ah ja, der zählt auch Luftblöcke mit. Das wollte ich nur mal wissen. Hier haben wir ein paar Schafe, die kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Da ist es auch ein Schaf. Kühe wären nicht schlecht. Ich sollte vielleicht auch mal aufhören, so hoch zu fliegen, ohne darauf zu achten. Ja, es geht noch. Ein bisschen geht's noch. In einem völlig neuen Gebiet. Also, das gehört noch zur Wüste dazu, aber hier war ich noch nie. Daher schaue ich mich mal sorgsam um. Man merkt doch, das muss neu generiert werden, oder? Ich glaube schon. Sieht für mich sehr stark danach aus. Da hinten ist sogar ein Dschungel. Was mich aber wirklich interessieren würde, wäre ja einerseits mal. Wo mir Erz vorkommen sind. Das ist ja hier ziemlich lausig. Und zweitens, ich kann mir vorstellen, dass es deshalb so lausig ist, weil irgendwie ein Teil der Erze von Forsthier übernommen wurden und die dann wiederum weg sind. Aber die Gesamtzahl der Erze dadurch irgendwie nicht erhöht wurde oder so. Das könnte gut sein. Aber in dem neu generierten Teil sollte das ja nicht stören. Das wäre eine Sache, die ich mir wünschen würde. Aber was auch sehr wichtig ist, ist mal eine richtige Ölquelle zu finden. Nicht so winzige Ölsachen, die ich bisher gefunden habe.
Es ist eben ein Zufall, wie viel Öl wo, ne? Letztendlich ist sowas Zufall. Ich merke, ich werde langsam müde. Ich denke, ich werde dann aufhören, sobald ich wieder zu Hause bin. Oder höchstens nochmal mein Inventar auf Screen sortieren oder sowas. Ist auch ziemlich ruhig hier. Na, wenn man davon spricht, ne? Das ist übrigens eine Kuh. Würde mir wünschen, dass da zwei wären. Dann könnte ich mir welche züchten. Das war eben das Bienenzüchterhaus aus Forestry, ja. Ihr seht schon, wie das, ja, sich mit Forestry verhält. Ist scheiße, aber andererseits, so stören finde ich es jetzt auch nicht. Es gibt noch genug andere Teile der Welt, erstens und zweitens. Es läuft ja. Also auch im Sinne von, also nicht nur im Sinne von, das Spiel läuft, sondern im Sinne von, es funktioniert alles, es gibt keine Probleme, die jetzt wirklich störend wären, meiner Meinung nach. Das Klopfen hier ist aber durchaus störend. So. Jetzt könnte ich das Eisenerz hier mal oder gleich einschmelzen lassen. Das wäre geht natürlich auch. Ich werde mir keine zweite Spitzhacke machen aus Diamant, das könnt ihr vergessen. Ich habe das Ding, was ich wollte, das Zeug hier, das Obsidian, was ich damit abbauen wollte. Und einen anderen Grund für eine Diamant-Spitzhacke sehe ich nicht. Außer, dass es etwas schneller geht. Das jedoch. Ich habe jetzt schon 9 Diamanten, wenn ich die Industriediamanten dazu zähle. Cool. Eigentlich ist das cool. Eigentlich ist das ziemlich cool, ja. Jetzt muss ich nur sehen, dass das auch mir auch so ordentlich zugute. Warte. Was macht er mit der Holzkohle? Sag bloß, du kannst auch Holzkohle zu Dingens machen. Nee, das ist dann Charcoal Dust und kein Coal Dust. Was Charcoal heißt, weiß ich, aber was ist mit dem Dust los?
Hier. Was kann ich damit machen? Schwarzpulver, Tiny Pile, Carbon Cell, also Carbon Cell, ja, Carbon Cell. Was mache ich mit Carbon Cell? Da war ich dann neu in der Stadt 4. Zum Beispiel. Ich kann im Chemical Reactor. Moment. Das wird mich jetzt mal interessieren. Kompressor. Alter. Genau dasselbe. Wie? Ja. Im Grunde ziemlich genauso zu kraften wie das andere Dingens. Interessant. Äußerst interessant. Also wirklich das. Das ist wirklich interessant. Und jetzt werde ich mich mal, ja, aufmachen, ne? Ja. Naja, ihr kriegt noch Energie und er macht noch was fertig. Dann hoffe ich mal einfach mal. Warte mal. Das müsste das links sein, oder? Jetzt geht's da noch raus und unten hoffentlich auch noch. Das kann ich jetzt. Doch, ich kann es sehen. Ja. Jetzt kriege ich erstmal keinen Strom mehr davon, aber damit muss ich halt leben. Ich werde dem Ding zwar einen kleinen Startschubs geben. Dann sieht das schon ganz anders aus. Ja, so, das kann mal passieren. Wenn ich das hier richtig machen würde, würde es nicht passieren, aber so wie es ist, ist es halt. Ein Kaktus. Mal wieder. Ja. Wie gesagt, ich höre auf, sobald ich hier bin. Und bis dann, Leute. Ciao.